Das Metall- und Kunststoffwerk Weibern. 1960 von Karl Niederndorfer gegründet, sind die Produkte der MKW Group heute ein präsenter Teil unseres Alltags. Wir haben drei Kernkompetenzen: die Metallverarbeitung, die Pulverbeschichtung und die Kunststofftechnik. Und die Verbindung aus diesen drei Kernkompetenzen stellt sich im Bereich Sanitär wieder dar. Und da machen wir einfach Produkte fürs Bad und WC. Das heißt vor allem WC-Sitze, aber auch Accessoires und Badeausstattung. Insgesamt beschäftigt das Familienunternehmen heute rund 500 Mitarbeiter, davon 10 Lehrlinge. Ausgebildet werden diese in 8 Lehrberufen. Einen kaufmännischen Lehrberuf, das ist die Industriekauffrau Mann. Und 7 technische Lehrberufe, das ist der Werkzeugbautechniker, der Maschinenbautechniker, der Metallbau- und Blechtechniker, der Elektrotechniker, der Kunststoffverfahrenstechniker, der Kunststofftechnologe. Und Oberflächentechniker mit Schwerpunkt Pulverbeschichtung. Junge Fachkräfte sind gefragter denn je. Vor 3 Jahren hat die MKW Group deshalb die Lehrlingsstrategie völlig neu ausgerichtet. Wir versuchen da, dass wir die Lehrausbildung beim MKW so attraktiv wie möglich zu gestalten, machen uns da sehr viele Gedanken, auch um die Werbemaßnahmen, wie wir zu neuen Lehrlingen kommen. Wir haben da seit 2 Jahren jetzt immer wieder Lehrlingskampagne laufen, auch auf den Plakatwänden. Und wir schauen, dass wir nicht nur die Lehrlinge in den Vordergrund bringen, sondern auch die Mitarbeiter, die Ausbilder. Ein Teil dieser Strategie ist das firmeneigene Lehrlingsinfo-Event. Und es auch immer wichtig, dass wir uns bei diesem heutigen Abend präsentieren als Arbeitgeber in der Region, der da verwurzelt ist. Und als Familienunternehmen schauen wir auch darauf, dass wir unsere Mitarbeiter in der Region finden. Deswegen haben wir heute diesen Abend veranstaltet. Ich interessiere mich für den Lehrberuf Industriekauffrau und ich habe mir unten schon die Produktion angeschaut und hier oben die Büros und interessiere mich für da, weil ich halt auch in Weibern wohne und was halt für mich am besten ist da. Ja, ich finde halt das extrem super, dass man die ganzen Themen sieht und ja, mich interessiert halt mehr Blechtechnik und Industriekauffrau. Ich interessiere mich für einen Maschinenbautechniker und ich finde es gut, dass Firmen die Chancen geben, dass man sich das persönlich anschauen kann, weil dann erfährt man auch ein bisschen was, was man dann lernen kann. Ich finde es voll klasse, dass uns die Firma MKW heute ihren Betrieb zeigt. Ich bin heute mit meiner Tochter da und durch das, dass ich in Weibern wohne, interessiert es mich natürlich umso mehr, dass ich mal einen Einblick in die MKW kriege. Wir kommen aus Weibern und so haben wir nicht die Möglichkeit oft, dass wir da reinkommen und dass man sich das alles ein bisschen anschaut. Und dann, wenn man dann gleichzeitig noch die ganzen Lehrberufe alle vorgestellt kriegt, das ist, finde ich, ganz gut. Karriere mit Lehre, das gilt auch für die MKW Group. Ich habe vor jetzt schon mittlerweile fast ca. 10 Jahren da die Lehre angefangen in der MKW, habe Maschinenbautechniker gelernt, habe dann gewechselt auf Hag in Blechtechnik. Und bin jetzt dort in der Arbeitsvorbereitung zum Maschinenprogrammieren, Laserprogrammieren. Der Werdegang in der MKW entwickelt sich oft eigentlich in ganz andere Richtungen, wie man es glaubt oder wie man es erwartet eigentlich, immer zum Positiven. Zudem gibt es hier für Lehrlinge zahlreiche Benefits. Wir haben einen Führerscheinzuschuss oder ein Klimaticket. Dann kriegt man von Montag bis Donnerstag ein gratis Mittagessen. Das wird so im Haus gekocht. Dann machen wir Lehrlingsausflüge. Dann haben wir so ein 3-jähriges Programm im Roten Kreuz. Dann haben wir auch noch gratis Arbeitskleidung für Lehrlinge. Mehr Informationen zur MKW Group und den offenen Stellenangeboten findest du auf www.mkw.at/lehrling-2025. Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Am 7. und 8. Dezember öffnet der Everdinger Schlossadvent seine Tore. Genießen Sie Handwerkskunst und Kinderprogramm mit Kerzenziehen, Schmieden und Lebkuchenwerkstatt. Eintritt 6 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei, Dauerkarte 10 Euro, Gruppen 5,50 Euro. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Beim Umweltpreis Oberösterreich erhielt Sepp Malzer den Sonderpreis für sein Lebenswerk. Er gilt als ein Klimapionier des Landes und gründete beispielsweise den Energiestammtisch Schlüsselberg. Außerdem setzte er in vielen klimarelevanten Themen als Vorreiter ein Zeichen der Nachhaltigkeit.
Die zweiten und vierten Klassen des Franziskus-Gymwels haben erneut ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung für Brustkrebspatientinnen gesetzt. Im Rahmen des Unterrichtsfaches Technik und Design des Textilschwerpunkts fertigten sie rund 200 Herzkissen für Patientinnen des Klinikum Wels-Grieskirchen. Das Herzensprojekt, das bereits seit 15 Jahren durchgeführt wird, ist für die Jugendlichen mehr als nur Schulunterricht. Es ist ein gutes Gefühl, jemandem zu helfen, der krank ist, so der einhellige Tenor der Jugendlichen. Die selbstgenähten Kissen sollen nicht nur körperliche Unterstützung bieten, sondern auch Trost und Mut. Mit einer Infoveranstaltung in Weibern informierte die Bürgerinitiative Lebenswerte Zukunft Weibern-Eistersheim über die geplante Baurestmassendeponie und deren Folgen für gleich vier Gemeinden. Bauen will die Deponie die Firma Switelski. Kurios ist dabei, dass die jeweiligen Gemeinden erst durch Probebohrungen auf dem Gelände von diesen Plänen erfahren haben. Selbst die Bürgermeister haben lange nichts erfahren. Haben wir schließlich erfahren, dass hier eine Baurestmassendeponie geplant ist. Es geht sind in Summe drei Grundstücke, wo man von über 20 Hektar spricht. Mittlerweile hat die Firma Switelski schon versucht, uns zu beruhigen. Sie starten nur mal auf einer kleinen Fläche, das heißt, sie werden mal wahrscheinlich in so 5-6 Hektar beginnen. Aber uns ist allen bewusst, wann immer eine Baurestdeponie hier gestartet wird, wird es immer größer werden. Und damit auch die Belastungen steigen, so fürchtet man in den Gemeinden. Wir befürchten schon alle, dass durch die Kontamination der Flächen gewisse Lebensmittel nicht mehr erzeugt werden können auf den Flächen. Eigentlich ist es unvorstellbares Umweltdrama. Wenn jetzt schöne landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Flächen sozusagen einfach weggekommen und in ein System umgewandelt werden, wo Schadstoffe und alles Mögliche dann eingebracht wird. Circa 1500 Personen trinken in Weibern und Eistersheim Brunnenwasser. Dort genau in dem Gebiet, wo die Deponie errichtet werden soll, entspringen Quellen, es entspringt der Abwurf. Wir haben einfach große Sorge, dass entweder durch Starkregen oder dass die Deponie undicht wird, da was ins Grundwasser kommt. Und wann das dann so ist, ist es eigentlich zu spät. In den vier angrenzenden Gemeindeverwaltungen ist man sich einig, diese Deponie nach Möglichkeit zu verhindern. Grundsätzlich sind sie alle einig, dass diese Deponie am falschen Platz ist. Und für uns in Eistersheim ist es natürlich ein Riesenverkehrsthema. Die Belastung des Schwerverkehrs ist mitten durch unseren Ort durch. Die ist jetzt schon sehr groß mit 4700 Fahrten im Tag. Natürlich ist auch die Vertretung in der Gemeinde bemüht, mit allen Mitteln das Ding abzuwenden. Die Hoffnung, dass man das verhindern kann, ist natürlich nicht sehr groß, aber vielleicht doch. Aber zumindest, dass man den Umfang vielleicht ein bisschen begrenzen kann, dass halt alle Möglichkeiten getroffen werden, dass die Bevölkerung geschützt wird. Dazu sollen auch die mittlerweile weit über 2500 Unterschriften der Petition beitragen. Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre des Christbaummarkts in Kallham bei Familie Sommerreder vom 5. Dezember bis 24. Dezember. Entdecken Sie prächtige Christbäume und genießen Sie die Vorfreude auf die kommenden Tage mit weiteren großartigen Ereignissen und festlichen Aktivitäten. Vitalwelt-Gutscheine? Natürlich! Macht Freude! Schenken Sie die ganze Vielfalt der Urlaubsregion Vitalwelt. Einlösbar in mehr als 300 Betrieben. Jetzt online unter vitalwelt.at bestellen. Wohnen im Herzen des Hausruckviertels. Eingebettet im Trattnachtal liegt die Stadtgemeinde Grieskirchen. In der Trattnach-Arkade errichtet das Unternehmen LAVOG derzeit eine mehrgeschossige, barrierefreie Wohnanlage. Mit dem nun vorliegenden vierten Bauabschnitt wird das Bauvorhaben im Februar 2025 abgeschlossen. Insgesamt entstehen hier 58 geförderte, leistbare und hochmoderne Mietwohnungen
zwischen 55 und 83 Quadratmeter Wohnfläche. Einige wenige Wohnungen sind noch verfügbar. Die in Massivbauweise errichteten Gebäude sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Wärme- und Warmwasserversorgung erfolgt über die wohnungseigene Wohnungsstation, welche im Bad bzw. WC angeordnet wird. Die Beheizung der Wohnungen erfolgt über eine Fußbodenheizung. Die Wohnungen werden mit dezentralen Lüftungsgeräten, mit Wärmerückgewinnung in den Wohnbereichen sowie Schlaf- und Kinderzimmer be- und entlüftet. Zu jeder Wohnung gehört ein oder zwei Pkw-Abstellplätze und ein großzügiges Kellerabteil. Alle Wohnungen besitzen Balkone oder Eigengärten. Die Stadtgemeinde Griskirchen zählt rund 5000 Einwohner, aufgeteilt in 12 Ortsteile. Eine gute Verkehrsanknüpfung ist durch die Lage an der B137 gegeben, welche durch die Stadtgemeinde führt. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, mit einer der Postbuslinien oder mit dem Zug vom Bahnhof Griskirchen-Galsbach in die umliegenden Ortschaften abzufahren. Ausgestattet ist Griskirchen mit allem, was eine Gemeinde lebenswert macht. Für die Bildung sorgen eine Volksschule, zwei technische Mittelschulen, die HTBLA Griskirchen, eine polytechnische Schule, das Borg Griskirchen und die LMS Griskirchen. Mehrere Apotheken, Allgemeinmediziner, Fachärzte sowie das Klinikum Wels-Griskirchen sind für die Gesundheit der Einwohner verantwortlich. In der Freizeit kann man die schöne Natur entlang der Trattnach direkt vor der Haustüre genießen oder eines der zahlreichen Sportangebote in Anspruch nehmen. Ein Freibad und ein Beachvolleyballplatz verbinden Sport mit Gesellschaft. Zur Erholung lockt der benachbarte Kurort Bad Schallerbach. In den Sommermonaten lässt der Wassererlebnispark Aquapulco dort keine Wünsche offen. Griskirchen, die Stadt zum Leben, im Wohnpark Trattnach. Infos dazu auf www.lawog.at. Mit einer zauberhaften Lichterwelt begeistert Ikuna in Natternbach Besucher jeden Alters. Zahlreiche Lichteffekte vermitteln Geschichten und Emotionen. Dazu passend hat Ikuna auch noch ein Buch herausgebracht, das genau den Nerv dieser zauberhaften Welt trifft. Ja, uns war es wichtig, dass wir nicht nur Lichter schaffen, sondern auch eine Geschichte dazu erzählen. Und wir haben sich die Geschichte überlegt, der Waldelfe Leni. Die Waldelfe Leni lebt bei uns, sie fühlt sich bei uns wohl. Und jetzt haben wir um diese Waldelfe eine Geschichte aufgebaut. Es wird eine zauberhafte Geschichte. Die Waldelfe hat etwas verloren. Sie begibt sich auf die Suche. Und genau diese Geschichte kann man bei uns auf diesen Lichterwelt erfahren, kennenlernen. Und natürlich, so wie es sich gehört, vor Weihnachten gibt es ein Happy End. Und die Waldelfe findet ihre Zauber, ihre Magie wieder. Abgerundet wird das farbenfrohe Spektakel bei Ikuna mit einem Adventmarkt. Hier bieten Aussteller aus der Region sowohl kulinarische als auch dekorative Highlights aller Art. Zusätzlich gibt es zweimal täglich auch eine musikalische Umrahmung dieser zauberhaften Welt in Natternbach. Nach dem erfolgreichen Start der Kinderschutzkampagne Hashtag Haut nicht hin im vergangenen Jahr setzt Oberösterreich nun ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Kindern. Landesrat Michael Lindner präsentiert den nächsten Schritt der Initiative, drei emotionale Kurzvideos und neue Werbesujets, die online zu sehen sind. Ja, mir geht es darum, einfach eine Botschaft, dass Gewalt nie eine Lösung sein kann, vor allem auch nicht gegenüber Kindern und Jugendlichen, dass wir diese Botschaft breit in die Gesellschaft reinbringen. Die Videos setzen auf prominente Unterstützung. Mit dabei sind die Poxrocker Sisters, Eishockeyspieler Brian Lebler und Kajakprofi Victoria Schwarz. Sie alle nutzen ihre Bekanntheit, um die Botschaft in die Gesellschaft zu tragen: Kinderschutz geht uns alle an. Ja, bei uns Poxrocker Sisters sind mittlerweile ja zwei von drei Mama. Und als Mamas merkt man halt einfach auch, dieses Thema Familie und Kindererziehung, das ist wunderschön, aber natürlich auch herausfordernd. Und wir wollen natürlich für unsere Kinder die schönste Kindheit, die möglich ist. Und natürlich auch für die Kinder rundherum, die mit unseren Kindern in den Kindergarten gehen, in die Schule gehen. Das heißt, es geht da um mehr. Und wir haben eine gewisse Verantwortung als Gesellschaft, dass wir aufeinander schauen. Trotz eines gesetzlichen Verbots seit 1989 bleibt Gewalt in der Erziehung ein Thema, auch in Oberösterreich.
Ja, oft sind ganz einfach auch Erwachsene, die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren haben, auch wieder Erwachsene, die selbst Gewalt ausüben. Es gibt einfach Situationen in Familien, wo Situationen eskalieren, wenn das Einkommen wegbricht, wenn man ganz einfach selbst als Elternteil gestresst ist und eine Überforderung zubekommt. Die Kampagne Hashtag Haut nicht hin setzt auf vielfältige Maßnahmen. Eine zentrale Website bietet Informationen und Hilfe, während Kooperationen mit Sportvereinen und Schulen das Thema direkt in den Alltag von Familien bringen. Plakate und Aktionen ermutigen, über Gewalt zu sprechen und Hilfe zu suchen. Gerade bei den Lehrerinnen und Lehrern ist es einfach so, es ist der Druck extrem groß. Und leider ist es oft so, dass das Soziale eh schon fast keinen Platz mehr hat, beziehungsweise man einfach die Zeit nicht hat als Lehrer und Lehrerin, dass man sich dem auch noch annimmt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da drauf schauen und dass man die Lehrerinnen und Lehrer Mut macht, sprecht es an, geht es in das persönliche Gespräch, soziales Lernen in der Schule, dass einfach die Kinder Möglichkeit haben, dass das loswerden und dass sie sich mitteilen. Wir haben sehr viele Rückmeldungen von Vereinen und Schulen bekommen, die Material nachfordern und die auch ihre Schülerinnen und Schüler, Vereinsmitglieder informieren wollen. Also wir haben ganz viele Menschen in der ersten Phase schon erreicht und hoffen, dass wir nochmal so viele jetzt in der zweiten Phase erreichen. Mit emotionalen Botschaften, klaren Zielen und einer breiten Unterstützung aus der Gesellschaft will die Kampagne Hashtag Haut nicht hin auch weiterhin für ein gewaltfreies Aufwachsen von Kindern in Oberösterreich kämpfen. Denn Kinderschutz geht uns alle an. Es ist immer besser, und ich finde eine Lösung mit deinem Hirn und nichts mit deinen Muscles. Wenn ich war ein Kind, das war sehr schön, ja. Ich bin sehr, sehr dankbar für das. Ich habe das nie gesehen, weil ich habe gedacht, alle Kindesleben war der gleiche als ich. Wie viele Kinder hat Gewalt? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Zu viel. I mean, 1% ist zu viel. Ich verstehe, als Eltern, es ist hart, es ist nicht so einfach mit Kindern. Du kannst einmal kommen nach Hause und hast scheiß Arbeit für 9 Stunden und die Kinder weinen und du hast Probleme und du hast so viel Stress. Aber das ist ein No-Go für physical abuse. Eishockey ist ein Teamsport und jeden Spieler aufpassen über jeden Spieler. Und in dieser Gesellschaft, ich muss aufpassen über die Kinder. Und wenn du siehst etwas, nichts sagen, okay, ist nichts mein Problem, sagt etwas oder hilft. Und meine Eltern haben halt gesagt, he says, treat others like you want to be treated. Ich bin der Brian Lebler, ich bin der Kapitän von der Steinbach Black Wings Linz. Ich habe eine Frau und 2 Kinder. Gewalt gegen Kinder haut nicht hin. Es ist ein Stück Zeitgeschichte, das unter die Haut geht. Im Pfarrsaal in Peuerbach kam das Theaterstück Pfeift Marie Beutelmeier vom Bankert zur Landtagsabgeordneten auf die Bühne. Die Protagonistin des Stücks, Marie Beutelmeier, wurde 1870 in Oberngrub in der Pfarre Neukirchen am Walde geboren. Sie war die Tochter einer ledigen Magd und avancierte zu einer bedeutenden Arbeits- und Frauenrechtlerin der ersten Stunde. Verfasst wurde das Stück über die Pionierin der oberösterreichischen Sozialdemokratie anlässlich ihres 150. Geburtstags vom Germanisten Florian Haderer aus Waldkirchen. Inszeniert wurde das Leben der streitbaren Frau von Herbert Wiesinger aus Peuerbach. Entstanden ist dieses Stück Zeitgeschichte eher durch einen Zufall. Im November 2018 hielt Martina Gugelberger in Neukirchen einen Vortrag im Auftrag des katholischen Bildungswerkes zum Leben und Wirken der Marie Beutelmeier als Sozialdemokratin. Damals saß auch Ernst Roller, ein SPÖ-Gemeinderat aus Eschenau, im Publikum. Er hatte bis dahin von Beutelmeier noch nie etwas gehört, allerdings war er vom Vortrag so beeindruckt, dass er sich mit Martina Gugelberger in Verbindung setzte und zum 150. Geburtstag der Marie Beutelmeier ein Zeichen der Erinnerung setzen wollte. Diese intensive Auseinandersetzung machte Roller zum Initiator und Produktionsleiter des Theaterstücks. Das Stück baut auf historiografischen Forschungen zu Marie Beutelmeier auf, die insofern interessant sind, da sie als erste Frau einen Sitz im Linzer Gemeinderat und dann im oberösterreichischen Landtag einnehmen konnte. Das war im Jahre 1919.
Aufgebaut ist das Stück auf mehreren Frauenfiguren, die Marie Beutelmeier und Personen aus ihrem privaten, beruflichen und politischen Umfeld darstellen. Erzählt wird die Zeit von der Geburt bis zur ersten Rede im Oberösterreichischen Landtag. In der Figurenrede finden sich Textteile aus historischen Originaldokumenten wieder. Beutelmeier wird als eine Proponentin der oberösterreichischen Arbeiterinnenbewegung gezeigt, die es schafft, widrigen Umständen zu trotzen und sich im Netzwerk der erstarkenden Sozialdemokratie und der an Fahrt gewinnenden ersten Frauenbewegung Gehör zu verschaffen. In Zeitungen, in Gasthäusern, im oberösterreichischen Parlament. Das Leben und Wirken einer frühen Frauenrechtlerin, eindrucksvoll dargestellt durch das Spiel auf der Bühne und Ausschnitte ihrer öffentlichen Reden, die sie im Landtag gehalten hatte. Welch vielfältige Berufe und Ausbildungen es im Bezirk Ried gibt, wurde bei den Berufserlebnistagen einmal mehr deutlich. 75 Aussteller gewährten den Jugendlichen wieder spannende Einblicke. Wichtig ist einfach, dass wir den jungen Leuten zeigen, nicht nur die Betriebe, die es gibt, sondern was sie in den Betrieben machen können. Und dazu sind die Berufserlebnistage auch da, nicht nur um sich zu präsentieren, sondern auch zeigen, handwerklich, ich sage jetzt mal, man kann also mit einem Roboter da umgehen, man kann mit einer 3D-Brille einen Roboter steuern, man kann einen Computer bauen, alle möglichen Sachen, die man ausprobieren kann und wirklich schauen, wo bin ich zu Hause, was taugt mir und wo kann ich meine Ausbildung beginnen. Fragen wie diese werden auch schon in der Schule erörtert. Es gibt in jeder Mittelschule einen Berufsorientierungslehrer, auch in der AHS-Unterstufe. Es braucht ein Konzept. Wie gehe ich das an? Wie mache ich am Schulamt die Bildungsberatung? Und wir holen uns auch die Firma und die Firmen in die Schule hinein, dass sich Firmen vorstellen können. Und da muss sozusagen schon relativ bald der Kontakt zwischen Schule und Wirtschaft geknüpft werden. Je eher er stattfindet, desto besser ist es für alle Beteiligten. Darüber hinaus soll der grenzüberschreitende Innovationsraum namens Innenraum Hoch 3 Zugang zu Wissen und Impulsen rund um die Nutzung neuer Technologien ermöglichen. Also ich war ja selber unglaublich schlechter Schüler aus dem einfachen Grund, wenn man mir nicht erklären hat können, für was brauche ich es mal, hat es mich nicht interessiert. Und das ist genau, glaube ich, der Schlüssel. Wir schaffen denen oder zeigen denen, was für Fähigkeiten das haben können, dann haben sie Erfolgserlebnis und dann bleiben sie dran. Und das ist einfach etwas, das kann eine Schule nicht bieten. Die haben nicht die Praxis dazu, die haben die Anlagen nicht dazu. Da füllen wir die Lücke, die einfach entstanden ist. Die Rieder Messehalle 18 verwandelte sich auch heuer wieder in ein Schlaraffenland der Lehrberufe. Ja, es ist schon extrem super, dass es die Berufserlebnistage da gibt. Ich bin BO-Lehrer und im Rahmen von Berufsorientierung schauen wir da schon immer sehr gern her, weil es für die Kinder wirklich voll interessant ist. Also ich möchte halt herausfinden, was so mein Ding ist und wo ich dann nach der vierten Klasse weitergehen möchte. Und deshalb bin ich heute da, weil ich mir das anschauen möchte und dann weiß ich heute mehr drüber. Bei so manchen zeichnet sich auch schon eine Tendenz ab. Ja, meine Mama ist halt früher in die HWLW gegangen und da hat sie halt kochen gelernt und jetzt haben wir ein paar Tricks abgeschaut bei ihr. Was kochst du besonders gern? Spaghetti oder Schnitzel. Und auch die Angehörigen erleben an diesen beiden Tagen viel Neues. Man kennt ja selber viele Firmen gar nicht. Wie groß sind sie, was machen sie, wie viele Lehrberufe kannst du in einer Firma machen? Und das ist schon sehr interessant, weil alles so gebündelt da ist und die Infos gleich von jeder Firma mitnehmen. Man kann sie ausmachen, dass sie mal schnuppern kommen, Praktikum machen. Ich finde das sehr gut. Talente haben sich im Rahmen der Berufserlebnistage schon einige abgezeichnet. Jetzt gilt es, diese auch zu leben. Freitag, dem 13. Dezember, ist es endlich wieder soweit.
Die Landwirtschaftliche Fachschule in Otterbach öffnet ihre Pforten für den Tag der offenen Schultür. Von 10 bis 15 Uhr können sich alle Interessierten die Schule genauer ansehen. Die Schwerpunkte liegen bei der Milchviehhaltung, Smart Farming, Forstwirtschaft und Modelllandwirtschaft. Großer Ehrgeiz, unfassbare Disziplin und absoluter Perfektionismus zeichnen den Schärdinger Spitzengastronomen Lukas Kienbauer seit jeher aus. Und das wurde zum wiederholten Mal belohnt. Der junge Unternehmer, der mittlerweile 3 Lokale in der Barockstadt führt und auch seinen Kochlöffel im Luxusferienhaus das Lamprecht schwingt, wird einmal mehr mit 4 Hauben im aktuellen Go-Milieu Österreich ausgezeichnet. Alles Walzer beim schon traditionellen Altheimer Stadtball. Zum 10. Mal organisiert von der Stadtmusikkapelle Altheim. Es hat sich damals die Situation so ergeben und wir haben so gedacht, okay, es wäre schade, wenn der Ball nicht mehr stattfinden würde. Und haben sich dann dazu entschlossen, dass wir den organisieren, damit sich in Altheim einfach was tut. Und bereits im Vorfeld gibt es für so eine Veranstaltung jede Menge zu organisieren. Da haben wir ein Team vom Vorstand mit ungefähr 10 Leuten, die was da mitwirken. Es wird dann schon Monate davor natürlich geplant und im Endeffekt dann beim Aufbau eine Woche vom Ball geht es dann so richtig los mit den Vorbereitungsarbeiten und dann schlussendlich auch über den Aufbau bei der Rudolf-Wimmer-Halle. Und das ist eine Riesenleistung, was da die Stadtmusikkapelle allem leistet, und bin froh als Bürgermeister, dass wir so eine Veranstaltung noch haben in Altheim, und der muss unbedingt aufrechterhalten bleiben. Denn wenn die Musi zum Stadtball ruft, dann ist das natürlich ein Pflichttermin für alle Altheimer. Wenn man Stadtball ist, dann geht man auch, egal was für Verein das man ist. Und wenn man ein bisschen ein Herz dafür hält und wie gesagt, die tanzen wirklich was an, dann geht man am Stadtball. Ja, weil man in der Heimatgemeinde einfach einen Stadtball gehen muss und da einfach auch wieder Freunde trifft. Weil das eine super Veranstaltung ist und ich finde, wenn im Ort was gemacht wird, sollte man einfach dabei sein. Ich muss sagen, ich bin 19 Mal dabei. Einmal war ich im Krankenhaus, da ist es nicht gegangen, aber da muss man einfach dabei sein. Als alter Mann ist Stoppball, also, und das gehört einfach dazu. Eröffnet wurde der Ball von den Cowgirls, der Wallhill Dancers aus Altheim. Altheim gehört zu Altheim und da gehören die Cowgirls auch auf den Stadtball. Wir haben heute 5 verschiedene Tänze aufgeführt, ein bisschen was, dass man zeigen kann, was es gibt, dass man miteinander tanzen kann, dass man einzeln tanzen kann. Aber Line-Dance ist hauptsächlich einzeln zum Tanzen. Zu zweit das Tanzbein schwingen konnte man anschließend zu den Songs der Band MFG. Ja, auch tanzen ist wichtig, heute jung, fit. Darum tanzen wir da auch gerne. Das ist aber ein Problem. Also da, das ist leider an mir vorübergehend. Meine Frau beklagt sich immer, aber ich bin früher eher an der Bar gewesen und nicht so direkt ein Tänzer. Und bei den zahlreichen Bars am Stadtball fiel die Wahl bestimmt nicht leicht. Wenn man an den Eingang reingeht, schaut man vielleicht bei der gemischten Bar vorbei. Man kann zu der Weißbierbar gehen, zur Weinbar natürlich. Und wenn man mal ein Häuschen braucht, gibt es oben in der Galerie Kaffee und Kuchen. Und beim Heimgehen nachher gibt es oben nur die Reiseachtelbar, wo man noch ein bisschen plaudern kann und den Abend noch Revue passieren kann. Auch das diesjährige Programm im Altheimer Advent ist mit 18 Veranstaltungen wieder prall gefüllt. Ob es jetzt ein Christkindlmarkt ist, ob es der Bratwürstelsonntag traditionell, und unter anderem haben wir auch die Wiener Sängerknaben. In Altheim ist halt immer was los. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Claudia Feusner, die Gewinnerin des Covermodel-Wettbewerbs der Oberösterreicherin. Und X-Mess Guide, die schönsten Geschenke. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Anlässlich der runden Geburtstage von 3 Mitgliedern des Landesvorstands überbrachten Landesobmann LHAD Dr. Josef Püringer und Landesgeschäftsführer Bundesratspräsident Magister Franz Ebner persönlich ihre Glückwünsche. Unter den Geehrten ist auch Pauline Büchel aus St. Martin im Innkreis. Mit dem Einschalten des 20 Meter hohen Christbaums, gespendet von der Gemeinde Kirchdorf am Inn, erleuchtet seit kurzem nun wieder die gesamte Weihnachtsbeleuchtung in Ried,
Die feierliche Eröffnung wurde vom Musikverein Kirchdorf und vom Kirchenchor musikalisch umrahmt. Sehr sagen. 36. Bezirksparteitag der FPÖ Braunau im Gasthaus Lengauer in Wenk. Neben zahlreichen Tagesordnungspunkten sprach Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter David Schissel die Themen an, die den Bezirk derzeit am meisten bewegen. Die Arbeitslosigkeit, die einfach massiv hoch ist. Wir sind der Bezirk Österreichs, der am meisten von der Arbeitslosigkeit betroffen ist. Und das ist für viele Familien jetzt kurz vor Weihnachten eine ganz schlimme Situation. Und wir wissen alle miteinander, das wird noch sehr lange andauern, bis das wieder in eine positive Richtung geht. Auch FPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Heimbuchner wohnte dem Bezirksparteitag bei. Neben seinen Ressortthemen, wie etwa Wohnen, Energie und Umweltschutz, sprach er vor allem über die Ergebnisse der letzten EU- sowie Nationalratswahl. Man kann den Willen der Wähler auf Dauer nicht ignorieren. Über kurz oder lang wird man die FPÖ in der Regierung nicht verhindern können, weil auch wir diejenigen sind, die Maßstäbe setzen. Es funktioniert in Oberösterreich, es funktioniert in Salzburg, in unserem Nachbarbundesland, auch in Niederösterreich, in Vorarlberg. Es würde auch im Bund funktionieren und ich glaube, die Leute merken das. Und wir werden durch diese Vorgangsweise, glaube ich, noch einen stärkeren Wählerzuspruch bekommen. Einen starken Wählerzuspruch erzielte auch David Schissel an diesem Tag. Mit 93,37% wurde er als FPÖ-Bezirksparteiobmann für Braunau wiedergewählt. Für ihn gibt es auch die nächsten Jahre viel zu tun. Ich bin doch ganz massiv dahinter, dass endlich ein Hausverstand in die Diskussion wieder reinkommt, dass man alle Argumente zulässt, wenn es um die Diskussion in diesem Bereich geht, ob um Windräder, PV-Anlagen und dergleichen, weil nur so werden wir das Ganze schaffen und mit den utopischen Vorstellungen, die in diesem Bereich immer wieder zur Tagesordnung werden, wird man das Klima nicht retten können und wird man natürlich auch die Wirtschaft massiv weiter schwächen und das wollen wir einfach nicht und dagegen müssen wir uns auflehnen und arbeiten. Und Erfahrung bringt David Schissel dabei jede Menge mit. Anlässlich des Bezirksparteitages feierte er 30 Jahre als Parteimitglied, 20 Jahre als Bezirksparteiobmann und 15 Jahre als Mitglied des Oberösterreichischen Landtages. Sein Resümee? Dass die 30 Jahre viel zu schnell vergangen sind. Also es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und alleine, was man in dieser Zeit alles erleben konnte, durfte, ist wirklich ganz eine tolle Erfahrung für mich gewesen. Es prägt einen, es zeigt einfach an, was alles möglich ist. Für mich war diese Entscheidung, in die Politik zu gehen, eine ganz wichtige und ich habe sie nie bereut. Der David ist eine ganz wichtige Säule für die Freiheitliche Partei und er ist auch ein ganz ein toller Mensch. Er ist nicht nur ein toller Politiker, sondern ein klasse Kamerad. Die Zusammenarbeit, die wir pflegen im Oberösterreichischen Landtag und in der Freiheitlichen Partei, die soll weiterhin so ausgezeichnet verlaufen. Ist eine Freude für mich natürlich als Parteiobmann und es ist gut für dieses Land und es ist gut für die Oberösterreicher. Der Bademantel, ein Kleidungsstück, das nicht mehr wegzudenken ist. Im 18. Jahrhundert ein Statussymbol, jetzt ist er unser Held des Bades. Aber nicht nur im Wellnessurlaub oder in der Sauna, sondern mittlerweile als Morgenmantel zum Frühstücken oder wärmender Begleiter vom Fernseher. Welch große Auswahl es an Bademänteln gibt, sehen wir uns bei Betten Amara an. Viele unserer Kunden sind überrascht, was wir für eine große Auswahl an Bademänteln haben. Es gibt welche mit Piqué, es gibt Velour, besonders flauschig, es gibt Frotte, es gibt Mischungen, es gibt Bademäntel mit Schalkragen, sehr modisch, es gibt Bademäntel mit Kapuzen, es gibt Bademäntel mit Taschen, es gibt eine ganz breite Auswahl. Wir haben 4 bis 5 Größen immer auf Lager und von dem her schaue ich den Vergleich auch nicht mehr im Internet. Kommen Sie zu uns, Sie können es probieren, Sie finden gleich den richtigen und müssen nicht 3 von 4 wieder zurückschicken. Zusätzlich ist ein Bademantel ein schönes, wertiges Geschenk für Weihnachten. Es gibt Herrenschnitte, es gibt Damenschnitte und es gibt natürlich auch für Kinder Bademäntel. Betten Amara hat jetzt für alle, die einen Bademantel kaufen, ein kleines Geschenk. Bis Weihnachten bekommt jetzt jeder, der einen Vossen-Bademantel, also eine österreichische Wertarbeit bei uns kauft, ein Handtierchen aus der Calypso-Serie dazu geschenkt. Es braucht ja nicht jeder einen Bademantel, deswegen gibt es auch eine andere Aktion. Wenn Sie 2 Duschtürchen und 5 Handtürchen bei uns nehmen, kriegen Sie auch Handtürchen dazu geschenkt. Sie können sich die Farben frei wählen, Sie können sich selber zusammenstellen und haben dann wirklich ein schönes Geschenk auf Weihnachten. Zeitgleich startet Betten Amara auch wieder die Bettwäsche-Sammelaktion für Bedürftige.
bringen Sie uns Ihre ausgediente Bettwäsche, wir sammeln sie, leiten sie weiter an die Caritas, die sie an wirklich Bedürftige weitergibt. Und als Dankeschön kriegen Sie bis zu 10 Euro, wenn Sie eine neue Bettwäsche bei uns finden. Betten Ammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Matthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding, Bad Hall und Salzburg. Auf Einladung der Regionenlandesrätin Michaela Lang-Wieninger trafen sich die Obleute und Geschäftsführungen der 20 oberösterreichischen LIDA-Regionen. Die Energy World Hargassner Heiztechnik in Wenk im Innkreis bot den Rahmen für einen inspirierenden Austausch zu Vorzeigeprojekten und grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Die Pfadfindergruppe Braunau, seit 1961 ein fixer Bestandteil in der Vereinslandschaft des Bezirkes. Im August dieses Jahres stand für 14 Mitglieder eines der wohl größten Abenteuer ihres Lebens an. Das wollten wir von HT1 natürlich genauer wissen und besuchten Projektleiter Patrick Eichriedler im Vereinsheim. Du warst mit deinem Team und Jugendlichen in Südschweden und habt ein ganz besonderes Survival-Abenteuer erlebt. Genau, wir haben heuer im August mit 14 Jugendlichen großes Abenteuer gehabt. Wir haben 14 Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren haben wir in Südschweden in Zweierteams ausgesetzt und haben geschaut, was da so passiert. Ja, Patrick, jetzt sind wir da in Warmenherinnen. Du bist ja der verantwortliche Jugendleiter der Braunauer Pfadfinder. Und bevor wir jetzt zu dem Survival-Abenteuer kommen mit den Jugendlichen, vielleicht für unsere Zuschauer, was sind genau die Pfadfinder, was ist das Ziel und die Aufgaben, was machen die Pfadfinder? Ja, ich meine, die Pfadfinder sind prinzipiell ja nicht nur bei uns da in Braunau oder in Österreich bekannt, sondern auf der ganzen Welt. Wir leben eigentlich ganz groß das Miteinander. Das Miteinander fängt, wie es bei solchen Projekten ist, gerne in einem Zweierteam an und endet aber dann natürlich ganz global gesehen mit anderen Ländern zusammen, mit anderen Kulturen zusammen und das fern von irgendwelchen Ideologien, von irgendwelchen politischen Einstellungen oder Kriegen oder sonst irgendwas. Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 7 und 20 Jahren sind aufgeteilt in 4 Gruppen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir die Kinder und Jugendlichen beim Erwachsenwerden, beim Großwerden genau da unterstützen, was sie halt gerade so brauchen. Und natürlich braucht ein Siebenjähriger andere Unterstützungen wie 18-jährige Jugendliche oder junge Erwachsene. Und jetzt kommen wir dann auf das Thema eures Survival-Abenteuer. Da gehen wir jetzt in einen anderen Raum, da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. Anfang August begann für die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren eine 2-wöchige Reise nach Schweden. Dort angekommen, wartete ein ganz besonderes Projekt auf sie, das CAX vs. Wild. Prinzipiell ist so generell eine Kernkomponente von den Pfadfinder, ob die Kleinen schon weg, dass man ein Sommerlager veranstaltet. Das heißt, dass man einfach wegfährt mit den Kindern und Jugendlichen. Und es startet natürlich bei den Kleinen ein bisschen näher und ein bisschen einfacher. Und geht aber dann schon einfach dahin, dass man mit den Großen auch wirklich weit wegfährt, was erlebt, eben zum Beispiel Schweden. Wir haben geplant gehabt, dass wir einfach sich Schweden ein bisschen anschauen, dass wir da ein bisschen rumfahren, von ein paar Pfadfinderplätze zu Pfadfinderplätze und uns das anschauen. Und dann ist irgendwann die Idee gekommen, okay, klingt schon cool, aber wir konnten das irgendwie nur ein bisschen cooler machen für die Jugendlichen und haben gesagt, wir setzen sie eben da noch ein paar Tage zu zweit im Wald aus und dann ist das Ganze entstanden. Ist am Anfang ein bisschen mit Skepsis aufgenommen worden von den Jugendlichen, aber nach kurzer Zeit waren es Feuer und Flammen dafür und dann haben wir das Ganze geplant. Die Intention dahinter, die Jugendlichen sollten für ein paar Tage weg vom Handy und Co. sowie äußeren Einflüssen. Zudem durften sie hier ihre pfadfinderischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und vor allem auch, dass das Miteinander lernen, dass einmal wir sehen, okay, wie ist es denn an die Grenzen zu kommen, vielleicht einer Komfortzone zu verlassen. Das ist einfach wichtig, dass man die Jugendlichen da einmal wirklich an einer Grenze bringt und dass die es einmal kennenlernen. Das heißt, die 72 Stunden waren für euch auch wichtig, dass die Jugendlichen einmal Selbsterkenntnisse
bringen und das Erlernte, das was Sie da bei den Pfadfinderstunden so im Heim oder bei verschiedenen Lagern schon mitgenommen haben, dass Sie es einfach mal ausprobieren können und sich selber einmal antesten. Genau, natürlich haben Sie ihm da dann einen Shelter bauen müssen, Sie haben sich ums Lagerfeuer kümmern müssen oder um das kleine Kochfeuer. Sie haben verschiedenste Challenges noch gehabt, wo die pfadfinderischen Fähigkeiten ein bisschen eine Rolle gespielt haben. Das haben Sie alles dort selber dann machen müssen und Sie haben es ja sehr gut umgesetzt. Angelehnt war das Projekt an das Fernsehformat Seven vs. Wild. Wie auch beim Original durften die jungen Pfadfinder nur eine gewisse Anzahl an Gegenständen in den Wald mitnehmen. Warum eigentlich und was waren das für Gegenstände? Damit das Ganze natürlich auch ein bisschen auf der einen Seite herausfordernder wird, aber trotzdem sicher ist, haben wir da ein gewisses Gegenstandskonzept, eine Gegenstandsregel gehabt. Wir haben einer 6 Gegenstände vorgeschlagen, was sie mitnehmen müssen, zum Beispiel ein Medipack, wenn irgendwas passiert, eine Filtertrinkflaschen, dass das Wasser aus dem See auch wirklich trinken können, ein Schlafsack zum Beispiel oder Taschenlampen, das waren einfach verpflichtend, da haben sie auch nichts tauschen können. Und es hat dann einfach nur ein paar strategische Gegenstände gegeben, wo wir Empfehlungen ausgesprochen haben, wo sie in einem gewissen Rahmen tauschen können haben. Das eigene Handy jedenfalls musste zu Hause bleiben. Um die Kommunikation zwischen den Erwachsenen und den jungen Pfadfindern dennoch sicherzustellen, hatte jedes Team ein Funkgerät dabei. Was waren so die Risiken, die was auf die Jugendlichen so zugekommen sind? Was natürlich immer passieren kann, und zwar klar das, was passieren kann, wir wollten uns einfach nur bestmöglich darauf vorbereiten, wenn sie sich irgendwo schneiden, wenn sie irgendwo sie abschürfen, so kleine Verletzungen. Und da wollten wir halt auch einfach einmal, dass da nicht gleich irgendwo eine erwachsene Person aufsuchen können und sagen, ich habe mir da weh, ich brauche da Hilfe, sondern dass wirklich einmal die Verantwortung selbst übernehmen und sagen, ich verarzte mich jetzt selber oder mein Teamkollege, meine Teamkollegin verarztet mich, darum haben sie mir das Medipack mitgehabt. Also das war einfach für die kleinen Sachen war das mit dabei. Für alles andere haben natürlich wir ein Team gehabt mit einem Sanitäter dabei und wir waren innerhalb von 15 Minuten bei jedem Spot und haben dann da auch erstversorgungsmäßig unterstützen können. Und jetzt geht's erstmal ans gemütliche Lagerfeuer. Hier wurden wir bereits erwartet. Grüß euch. So, ihr habt schon eine Feier gemacht. Da sind jetzt die jungen Pfadfinder, die was in Schweden waren. Patrick, vielleicht ganz kurz noch. Was waren so die kritischen Situationen, die was auf euch zugekommen sind? Im Endeffekt haben die Jugendlichen definitiv gelernt, dass es einmal wichtig ist, dass man sich auf den Partner, auf die Partnerin verlassen kann, dass es einmal wichtig ist, dass man die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt und einmal schaut, was braucht denn gerade mein Teamkollege, meine Teamkollegin. Und da ist schon ab und zu ein bisschen zur Sache gegangen. Ja, Noah, was war für dich die große Herausforderung da jetzt bei dem Abenteuer? Das Feiern machen auf jeden Fall und dort mitten im Wald in Schweden zu schlafen. Das waren die größten Herausforderungen. Mhm. Hanna, ihr beide wart im Team. Was war für dich so das Spannende oder für euch das Spannende auch in Bezug auf das Miteinander ohne Handy so in der freien Wildbahn? Es war sehr spannend und sehr lustig. Man hat sich nur besser kennengelernt. Schwabers Feier machen und das mit einem guten Unterschlupf sie baut. Aber es hat am Schau sagt, dass man nicht viel braucht und trotzdem gut auskommt. Ja, da drüben haben wir auch noch einen sitzen. Wie ist es dir gegangen in Schweden? Was waren so deine Erfahrungen? Ich gebe dir schon das Mikro, Mi. Danke. Also uns ist eigentlich recht gut gegangen. Und meine größte Erfahrung war eigentlich das, dass man auch mit recht wenig Zeug gut miteinander auskommen kann und das Handy vielleicht auch nicht so abgeht. Wertvolle Erfahrungen wurden schon bei der Planung dieses Projekts gesammelt. Das hast du nicht alleine gemacht, Patrick, sondern da war ein ganzes Projektteam dabei. Was war dann für dich die Herausforderung? Ab wann war es ein spannender Punkt bei dem Projekt? Durch das, dass wir es so wirklich fast minutiös geplant haben, war für mich dann so dieses Aufwachen, dieses Umschalten, eigentlich wie wir dann das letzte Team ausgesetzt haben am ersten Tag, wo man dann wirklich so bewusst worden ist, okay, irgendwie haben wir zwar alles bis ins letzte Detail geplant, aber irgendwie können wir es ob jetzt nicht mehr beeinflussen. Wir schreiben jetzt nicht mehr die Geschichte, sondern die Teams, die Jugendlichen schreiben jetzt die Geschichte selbst weiter. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig, so dieser Moment, wo man sich bewusst werden muss, man kann jetzt nicht mehr eingreifen. Aber gerade das hat das Projekt dann so spannend gemacht. Ja, Patrick, ich sage mal danke für die Einblicke. Boare Survival-Abenteuer in Schweden. Und ich würde jetzt vorschlagen, jeden, den es interessiert, der schaut
sich den YouTube-Kanal an von dem Pfadfinder Braunau und wird sicher super spannende Abenteuer mit den jungen Pfadfindern mit anschauen können. Genau. In Braunau kehrt in der Weihnachtszeit ein Hauch von Magie ein. Der Weihnachtszirkus ist zurück. Mit internationalen Künstlern aus Deutschland, Ungarn und Rumänien, beeindruckenden Akrobatiknummern und faszinierenden Tierdarbietungen begeistert er Jahr für Jahr groß und klein. Besonders für die kleinen Besucher gibt es heuer ein Highlight. Spider-Man schwingt sich in luftiger Höhe über die Manege, aber auch für Freunde von Spannung und Eleganz ist gesorgt. Von spektakulären Feuershows bis zu kunstvollen Luft- und Bodenakrobatiknummern ist alles dabei. Die Manege wird dabei nicht nur Bühne für die Artisten, sondern auch für die Harmonie zwischen Mensch und Tier, etwa bei den spanischen Rhythmen mit Pferdehengst Silvian. Der Nachwuchsclown Pepino sorgt außerdem für viele Lacher und unvergessliche Momente. Der Braunauer Weihnachtszirkus öffnet seine Zelte von 26. Dezember bis 6. Januar, eine Gelegenheit, sich von einer einzigartigen Show verzaubern zu lassen. Monika Kronberger von der Judo-Union Burgkirchenschwand wurde im Rahmen der Ehrenamtsgala der Sportunion Oberösterreich als Stille Heldin 2024 ausgezeichnet. Jedes Jahr aufs Neue bietet das Kristallschiff die perfekte Kulisse für die Ehrenamtsgala der Sportunion Oberösterreich. Mehr als 300 Ehrenamtliche und Personen der Sportwelt waren mit an Bord und genossen den Abend, der ganz im Zeichen des Ehrenamts stand. Diese Veranstaltung dient dazu, den zahlreichen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen Danke zu sagen und ihnen unsere Wertschätzung entgegenzubringen, so Sportunion Oberösterreich-Präsident Franz Schiefermeier.